Mutter Natur ist fürsorglich, liebevoll und versorgend. Aber manchmal ist sie auch erschreckend. Diese Reddit-Nutzer haben ihre dunkle und unheimliche Seite gesehen. Sie haben das Schlimmste erlebt. Und zum Glück haben sie alle überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Die Frage ist, ob du bereit bist, dich ihr zu stellen und ihre schaurigen, unheimlichen Geheimnisse zu erfahren. Stellen Sie sich vor, es ist ein schöner Sonntag und Sie beschließen, Gartenarbeit zu machen. Sie schnappen sich Ihr Werkzeug und gehen nach draußen. Aber sobald du anfängst zu graben, um Blumen zu pflanzen, berührt deine Hand etwas Glitschiges, aber auch Klebriges. Und das Schlimmste ist, dass es sich bewegt. Du zitterst vor Angst, aber du findest den Mut, nachzusehen, was das ist. Eine große Erleichterung erfüllt dich, denn zum Glück ist das keine Schlange. Es ist ein riesiger Regenwurm. Nun, wir wissen nicht, warum dieser Reddit-Nutzer in der Erde gegraben hat, aber genau das hat er gefunden. Und wenn du dir das Foto genau ansiehst, wirst du feststellen, dass das nicht die gesamte Länge des Wurms ist. Ein Teil von ihm ist noch unter der Erde, also ist er sogar noch länger, als es den Anschein hat. Hier sind zwei lustige Fakten über Regenwürmer für dich. Der erste ist, sie können sich bis zu einem gewissen Grad regenerieren, wenn man sie in zwei Teile schneidet. Und B, manchen Arten kann man sogar zwei Würmer bekommen. Und der zweite ist, der längste Regenwurm, der jemals aufgezeichnet wurde, war 21 Fuß lang, wenn er natürlich ausgestreckt war. Dieser Typ hatte also noch nicht einmal das Schlimmste gesehen. Schauen Sie sich diese beiden Krähen an, die auf einem Zaun stehen. Habt ihr bemerkt, dass eine von ihnen einen Knochen im Schnabel hält? Nun, das ist irgendwie gruselig. In fast jedem Gothic-Novel sind Krähen und Raben schlechte Omen. Nun, wir alle wissen, dass dies nur ein Aberglaube ist. Aber es könnte tatsächlich von der Tatsache herrühren, dass Krähen extrem intelligent und schlau sind. Sie können einzelne menschliche Gesichter erkennen. Sie können mit den anderen Krähen über dich tratschen. Sie benutzen Werkzeuge, um Probleme zu lösen. Und sie planen für die Zukunft. Aber das Interessanteste ist, dass sie einen Groll gegen Menschen hegen können, die ihnen gegenüber grausam sind und diesen sogar an ihre Nachkommen weitergeben. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die freundlich zu ihnen sind. Wenn sie dich einmal lieben, werden sie ein Leben lang deine Freunde sein. Dieser Reddit-Benutzer muss also etwas richtig gemacht haben, um von diesen Krähen belohnt zu werden. Schauen wir uns nun das Foto an, das der nächste Reddit-Nutzer geteilt hat. Die winzigen, perlenähnlichen Dinger, die man am Küchenfenster sieht, sind keine Edelsteine. Es sind tatsächlich Eier, aber woraus genau? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber viele Reddit-Nutzer sagen in den Kommentaren, dass es sich um Motteneier oder Stinkwanzeneier handeln könnte. Wie auch immer, es scheint, dass die Person, die das Foto gepostet hat, gründlich putzen muss, um sie loszuwerden. Wenn Sie das gleiche Problem in Ihrem Haus haben, hier ein Tipp, wie Sie Motten loswerden können. Waschen und schrubben Sie alle Stellen, an denen Sie Larven oder Eier gefunden haben, mit einer Lösung aus Essig und Wasser. Und wenn Sie Stinkwanzen haben, fügen Sie Spülmittel zu dieser Mischung. Okay, das nächste Foto wurde ursprünglich nicht auf Reddit geteilt, aber es ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, wenn es darum geht, wie unheimlich die Natur sein kann. Das Foto wurde von einer Frau auf dem Heimweg in Minnesota aufgenommen. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, dass dieses Foto in keiner Weise mit Photoshop bearbeitet wurde. Ich wette, es erinnert Sie an die Wellenszene in Interstellar, oder? Ein Reddit-Nutzer nannte das Foto sogar Cloudception. Wir sind uns wohl alle einig, dass es an einen Christopher Nolan-Film erinnert. Die Dame, die es aufgenommen hat, nannte es dagegen offiziell Ocean in the Sky. Nun, das passt auch. Eine Meteorologin sagte, das Foto sei so selten und einzigartig, dass darauf Wolken zu sehen seien, die selbst sie noch nie gesehen habe. Kein Wunder also, dass es in den sozialen Medien viral ging. Seien wir doch mal ehrlich. Wahrscheinlich hat sich jeder von uns mindestens einmal im Leben einen Blitz auf die Stirn gemalt und so getan, als wäre er Harry Potter. Aber das nächste Foto, das ein Reddit-Benutzer geteilt hat, könnte die Art und Weise ändern, wie sie Blitze sehen. Der LKW, den Sie hier sehen, gehörte einem Kollegen und wurde vom Blitz getroffen. Aber wie Sie vielleicht schon vermutet haben, wurde der Schaden durch Feuer verursacht. Der Benutzer sagt, der Lastwagen brannte etwa 10 Minuten lang, bei einer sehr hohen Temperatur, bevor er mit Feuerlöschern gelöscht werden konnte. Es war also kein sofortiger Schaden. Für alle Comic-Fans da draußen ist dies eine Erinnerung daran, keine Experimente mit Blitzen durchzuführen, um geflasht zu werden.
Diese Windturbine sieht so traurig aus, dass es einem fast das Herz bricht, wenn man sie ansieht, oder? Nun, die Geschichte dahinter ist in der Tat erschütternd, aber auf eine beängstigende Art und Weise. Der texanische Reddit-Nutzer, der dieses Foto gepostet hat, erklärt, dass die Windkraftanlage von einem Tornado getroffen wurde. Aber diese Kommentare könnten Sie aufmuntern und Sie davon ablenken, wie beängstigend Tornados sein können. Ein Reddit-Nutzer sagt die Windturbine, sieht aus, als hätte ihre Mutter ihr gesagt, dass sie nicht zu diesem Ding gehen darf. Ein anderer schlägt vor, dass der Tornado die Sache persönlich nahm und sich an der Windturbine rächte, weil sie dachte, sie könne die Kraft des Windes für sich nutzen. Und ein anderer beschreibt, dass das Windrad wie eine riesige Roboterpalme aussieht. Erwähnenswert ist hier, dass es gut ist, dass die Flügel des Windrads nicht abgebrochen sind. Denn wenn sie das getan hätten, wären die Folgen noch viel verheerender gewesen. Das nächste Bild ist vielleicht das seltsamste bisher. Diese Zehen gehören nicht zu einem Waldschrat oder einer anderen fantastischen Kreatur, auch wenn dieses Foto aussieht wie aus einem Märchen. Und ich weiß, dass ihr darüber nachdenkt. Also lasst mich klarstellen, dass es sich auch nicht um einen Zombie handelt, der versucht, aus dem Boden zu kriechen. Es handelt sich um eine Pilzart, die allgemein als Totenfinger bekannt ist. Man findet sie in der Regel in Wäldern oder anderen Waldgebieten, wo sie an der Basis von verrottenden oder verletzten Baumstümpfen und verrottendem Holz wachsen. Sie sind relativ häufig in Großbritannien, Irland, dem europäischen Festland und Teilen Nordamerikas. Das Witzige an ihnen ist, dass die Finger in ihrem Aussehen variieren in den verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus. In dieser Hinsicht ist sie also wie ein echter Mensch, dessen Körper sich mit zunehmendem Alter verändert. An ihrem Aussehen können Sie wahrscheinlich erkennen, dass es sehr gefährlich ist, sie zu essen. Sie sind sehr giftig. Gut, dass der Reddit-Nutzer, der dieses Foto gepostet hat, nicht versucht hat, sie zu probieren. Selbst Ant-Man könnte mit dieser Wespe nicht fertig werden. Dieser Reddit-Nutzer wachte eines Tages auf und fand eine monströse Wespe in seinem Keller. Sehen Sie sich diesen riesigen Stachel an. Es scheint fast so, als ob keine Imkerkleidung einen vor ihr schützen könnte. Diese Wespenart heißt Zikadenfresser, was darauf zurückzuführen ist, dass sie Zikaden jagen und ihre Nester damit ausstatten. Man findet sie im Osten und mittleren Westen der USA sowie in südlichen Teilen Mexikos und Mittelamerikas. Weibliche Zikadenschwärmer verwenden ihre Stiche eher zur Lähmung ihrer Beute als zur Verteidigung ihrer Nester. Im Gegensatz zu den meisten anderen Wespen und Bienen stechen sie nicht, es sei denn, sie werden grob angefasst. Männliche Zikaden hingegen kämpfen nur mit anderen Insekten und können nicht stechen. Und falls Sie sich wundern, sie sind im Allgemeinen nicht aggressiv gegenüber Menschen und fliegen normalerweise weg, wenn man sie angreift. Puh. Der letzte Reddit-Nutzer, den wir heute für euch haben, bewahrte seine Enteneier in der Speisekammer auf. Eines Tages gingen sie dorthin und sahen nach, nachdem sie eine Menge Lärm gehört hatten. Und was sie fanden, waren zwei Schlangen, die sich um die Eier gewickelt hatten. Nun, zumindest die, die die Schlangen noch nicht gefressen hatten. Aber das Verrückte ist, als der Reddit-Nutzer die beiden los wurde und zurückkam, fand er eine weitere darin. Und dieses Mal waren keine Eier mehr übrig. Wenn sie nur Parseltongue sprechen könnten, wäre alles so viel einfacher.